Ja, also ein grundlegendes Problem, was ich eben häufig von Patienten in der Sprechstunde höre, ist, dass die sagen, jetzt sitze ich bei Ihnen, Vorführeffekt, vor einer Woche war alles noch super schlimm und jetzt sieht man gar nichts. Und dann kommen die Patienten schon in einer defensiven Haltung und haben das Gefühl, ohnehin schon, man nimmt sie jetzt gar nicht ernst, weil es ja aktuell gar nichts zu sehen. Das ist aber jetzt nichts Ungewöhnliches bei einer chronischen Erkrankung, die eben auch in Schüben oder Phasen verlaufen kann. Und hier ist eben eine Möglichkeit durch das Führen eines solchen Tagebuchs, dass der Patient eben dann dokumentiert, wann er welche Probleme gehabt hat, wie lange, dass er das aufschreibt. Und gerade bei eben so einem digitalen Tagebuch hat er auch die Möglichkeit, ja, Selfies zu machen. Ich meine, viele Patienten zeigen dann schon auf dem Handy, ich habe hier mal ein Foto gemacht, so sah das vor 3 Tagen aus. Aber das ist eben in so einem Rosazea-Tagebuch noch besser und strukturierter organisiert. Ein weiterer Vorteil eines solchen Tagebuchs, das gebe ich den Patienten, die es noch nicht kennen, auch teilweise nach dem ersten Besuch dann an die Hand, ist, dass die Rosazea durch unterschiedliche Triggerfaktoren, dass dort Schübe ausgelöst werden können. Also sei es zum Beispiel Hitze oder Kälte, scharfe Speisen, Sport, wie auch immer. Und die Trigger können aber durchaus von Patient zu Patient unterschiedlich sein. Und dann gibt man eben dem Patienten die Empfehlung, versuchen Sie doch mal aufzuschreiben, wenn Sie das Gefühl haben, die Rosazea wird schlimmer, Sie kriegen einen Flush zum Beispiel, also eine Gesichtsrötung, oder Sie bekommen auf einmal mehr Papeln und Pusteln. Versuchen Sie sich doch mal zu erinnern, was Sie vielleicht in den Tagen davor gemacht haben und ob sich dann daraus ein Muster abzeichnen lässt, sodass man im Verlauf dann sagen kann, okay, ich weiß ganz genau, Rotwein, wenn ich Rotwein trinke, habe ich dann nach 3 Tagen ein rotes Gesicht und dann kommen auch Papeln und Pusteln. Oder wenn ich in die Sauna gehe, habe ich ein Riesenproblem. Oder vielleicht auch, wenn ich Rotwein trinke, passiert gar nichts. Das heißt, das brauche ich für mich nicht aus meinem täglichen Leben zu streichen. Ja, da gibt es ja teilweise Extreme, dass Patienten sagen, ich nehme jetzt seit 2 Monaten keinen Zucker mehr zu mir. Das habe ich irgendwo im Internet gelesen. Oder ich meide irgendwelche Sachen, wo ich sage, schränkt das ihre Lebensqualität nicht massiv ein, wo die Patienten aber so verzweifelt sind, dass die alles Mögliche versuchen. Ja, und wo man dann teilweise sagen muss, gut, das ist in der Regel kein Trigger für die Rosazea. Ja, also da haben sie sich jetzt umsonst gequält. Und da kann eben so eine Tagebuch-App hilfreich sein, für jeden eben individuell rauszufinden, was sollte ich denn tun, was ist vielleicht förderlich oder was ist vielleicht nicht so gut für meine ganz persönliche Rosazea.